Hallo, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für ein neues Portfolio-Update, in dem ich mir angucke, was bei meinen Assets, also bei den Aktien, ETFs, P2P-Krediten und beim Bitcoin alles so passiert ist im letzten Monat. Also wir gucken uns den Dezember an, aber es ist eine ganz besondere Folge dieses Mal. Gucken wir uns nämlich auch an, was im gesamten Jahr 2019 in meinem Portfolio alles so passiert ist. Ich bin Dividendeninvestor bzw. Einkommensinvestor und ich bin besonders interessiert an Aktien oder Wertpapieren, die mir meine Rente bezahlen, ohne dass ich dafür irgendwelche Aktien oder ETF-Anteile verkaufen müsste. Also sozusagen einfach ein regelmäßiger Paycheck auf mein Konto drauf. Und das bieten mir zum Beispiel die Dividenden. Wonach ich dabei Ausschau halte, sind besonders Value-Werte, also Aktien, auch einzelne Aktien, die regelmäßig die Gewinne steigern, die den Umsatz steigern, die Gewinne natürlich in regelmäßigen Abständen steigern. Und jetzt geht da draußen gerade voll das Feuerwerk. Ihr müsst euch nicht so freuen, wenn ich mal wieder ein Portfolio-Update mache. Die auch in Krisenzeiten etwas Sicherheit versprechen, so viel Sicherheit, wie man an der Börse eben versprechen kann. Wir wissen alle, dass es immer risikobehaftet ist, an der Börse zu investieren. Und dafür, dass man dann eben dieses unternehmerische Risiko eingeht als Aktionär, wird man dann mit dieser etwas höheren Rendite oder deutlich höheren Rendite als auf einem Tagesgeldkonto oder noch schlimmer als auf einem Sparbuch entlohnt. Auf einem Sparbuch muss man bestimmt bald Strafzinsen zahlen oder so. Und zum Jahr kann ich nur sagen, meine Taktik ging in 2019 auf. Wir werden gleich noch genauer sehen, dass ich roundabout 17% Performance gemacht habe in 2019. Klar, es geht immer noch besser, manche machen mehr. Aber ich bin absolut zufrieden mit 17% und man muss auch klar sagen, in so einem Marktumfeld natürlich, in so einem traumhaft wunderbaren Marktumfeld, so wie es eben 2019 war, kann man eigentlich auch kaum irgendwas verkehrt machen. Also da hat wahrscheinlich niemand es so richtig verkackt. Von daher will ich mich auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Aber für mich als Anfänger finde ich diese 17% jetzt schon voll okay. So, dann wechseln wir mal rüber zu Portfolio Performance. Hier habe ich eingestellt den Zeitraum von 01.01.19 bis 31.12.19. Hier einmal alles so, wie es ist. Hier die 16,88% True Time Weighted Rate of Return, also das, was zusammengefasst das Portfolio im letzten Jahr so gebracht hat. Hier das Ganze nochmal aufgeschlüsselt, Kurserfolge 1460 Euro Erträge. Also ich bin über die 801 Euro Grenze drüber, den Steuerfreibetrag, habe 936 Euro Erträge eingesackt. Von daher werde ich noch ein bisschen Kapitalertragsteuer werde ich noch zahlen müssen, aber es hält sich hier wirklich, wirklich sehr, sehr in Grenzen. Steuern 35,80 Euro, das sind natürlich bisher Quellensteuern. Angefangen habe ich mit einem Betrag von 12.300 Euro und geendet habe ich dann am 31.12. mit 19.800. Ziemlich genau. Also wie gesagt, 2019 16,9%, knapp 17. Im Dezember allein ein Plus von 0,2. Was ich auch immer noch ganz gerne mache, ist mir die Gewinner- und die Verliereraktien anzuschauen. Heute gucken wir aber nicht die absolute Performance, so wie ich das in den letzten Portfolio-Updates immer gemacht habe, an. Also die absolute Performance zeigt dann in Euro, wie viel Gewinn oder Verlust ein Wertpapier gemacht hat in meinem Portfolio. Heute gucken wir uns auch hier die True Time Weighted Rate of Return an, die mir das Ganze in Prozent ausgibt, wie erfolgreich eine Aktie war. Finde ich auch eigentlich eine ganz gute Ansicht hier. Und da sehen wir hier, der Bitcoin hat für mich am allerbesten abgeschnitten, ein Plus von 94%. AT&T, mein AT&T-Investment, 51% plus. Intel plus 29%. Der iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF, ein Plus von 24%. Coca-Cola plus 20,5%. EPR Properties, der US-REIT für Recreation und Unterhaltungszentren, ein Plus von knapp 19%. Johnson & Johnson, ein Plus von knapp 13%. CoreCivic hat tatsächlich auch noch ein kleines Plus geliefert von um die 12%. Altria, der Tabakriese, auch knapp 12% im Plus.
Vanguard FTSE All World, der ETF, hat einen Plus von 10% gemacht. Oder ich habe das damit erwirtschaftet. Royal Dutch Shell hat auch knapp 10% in meinem Portfolio plus gemacht. Walgreens Boots Alliance plus um die 5%. IBM plus knapp 4%. Und jetzt kommen wir dann zu den Minuskandidaten, also die Verlierer sozusagen. Henkel. In Henkel habe ich investiert am 22. November letzten Jahres. Also da war nicht so viel Zeit für Henkel, sich in meinem Portfolio zu beweisen. Von daher ein minus 3,11% hier. Und dann Viacom, auch ein minus 40%. Ich weiß nicht, ob das aktuell so der Wahrheit entspricht. Viacom hat fusioniert mit CBS. Das heißt jetzt Viacom CBS. Und ich muss tatsächlich hier, deswegen hier der rote Punkt und hier oben der grüne, ich muss noch die neuen Charts, also die neuen Kurse hier umstellen in Portfolio Performance. Das habe ich, Schande über mein Haupt, habe ich noch nicht gemacht. Aber wir sehen bei den Umsätzen hier, dass ich eben notgedrungen meine 12 Stück verkauft habe und dafür 7,155 Viacom CBS Aktien bekommen habe. Jetzt Walgreens kann man vielleicht noch sagen, es war ja im Gespräch, ob Walgreens von der Börse geht. Das war irgendwie 2 oder 3 Tage maximal, nachdem ich da investiert habe, kam diese News und ich so, nee, nicht schon wieder. Genauso wie bei Student Transportation damals, als ich da investiert habe, irgendwie einen Monat später oder so, hat auch irgendwie so ein Private Equity Investor sich gedacht, ja, den Laden schnappe ich mir. Deswegen fände ich es ultra traurig, wenn Walgreens jetzt von der Börse geht. Gerade jetzt, wo ich mich dafür entschieden habe. Das fände ich wirklich sehr, sehr traurig. Und ich hoffe, dass Walgreens uns an der Börse noch lange erhalten bleibt. Und ich glaube nicht an einen Death by Amazon für Walgreens. Glaube ich nicht. Ja, das waren sozusagen meine Gewinner- und Verliereraktien des Jahres 2019 in meinem Portfolio. Und ich muss mit Zufriedenheit feststellen, dass ja überhaupt gar nicht so viele Verlierer da dabei sind. Und es lohnt sich, denke ich, an diesem Kanal dran zu bleiben, denn das sollen auf Dauer nicht alle Aktien gewesen sein. Ich plane im neuen Jahr, mir viele weitere coole Value-Aktien und Dividenden-Aktien anzuschauen und auch viele weitere in mein Portfolio noch aufzunehmen. Ich habe da auf jeden Fall schon was in der Pipeline und ihr könnt euch darauf freuen. Ich glaube, das wird das nächste Video, in dem ich ja meinen neuen Favoriten auseinandernehme und beleuchte. Zum nächsten Punkt, was habe ich gespart 2019 und im Dezember? Ist eigentlich ein relativ schneller Punkt. Im Dezember habe ich, wie schon im letzten Portfolio-Update angedacht, eigentlich nichts weiter dazu gespart. Das heißt, es bleibt bei der insgesamt Summe von 5.171 Euro. Verteilt auf 12 Monate macht das einen Durchschnitt von 430 Euro pro Monat. Ich dachte mir, 500 Euro kann man theoretisch erreichen, aber ich wollte dann jetzt am Ende auch nichts forcieren, weil es hat einfach nicht gekribbelt in den Fingern im Dezember und ich wollte nicht investieren. Aber für nächstes Jahr sollte dann dieser 500 Euro Durchschnitt auf jeden Fall realistisch sein. Käufe und Verkäufe, was habe ich gekauft und was habe ich verkauft? Und da kann ich allen voran mein Standard wieder nennen, der jeden Monat anfällt. Einmal mein Sparplan auf die Coca-Cola-Aktie, 25 Euro. Und der Sparplan auf den iShares Global Select Dividend 100 ETF, auch 25 Euro. Ich kann euch verraten, dass der Coca-Cola-Sparplan eingestampft wird. Jetzt im Januar wird er nochmal ausgeführt. Ab Februar tritt an die Stelle von Coca-Cola eine andere neue Aktie in meinem Portfolio. Was das ist, werde ich auch noch nicht verraten. Kommt dann alles mit den nächsten Videos. Es wird cool. Andere Käufe und Verkäufe gab es faktisch nicht. Dann gehen wir rüber zu den Dividenden und die schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Weil ist ja ein ganzes Jahr vergangen. Wir können uns hier ein paar mehr Grafiken anschauen, als ich das sonst in den Portfolio-Updates mache. Und das machen wir auch wieder live hier in dem Portfolio-Performance-Programm, wo man alles wunderbar eintragen kann. Kann ich nur empfehlen. Hier Dividenden Monat, die Monatsansicht. Dezember 2019 auf jeden Fall deutlich mehr als 2018, wenn wir uns das genauer anschauen. Ich habe im letzten Dezember 26,10 Euro Dividenden bekommen und gezahlt haben Coca-Cola, EPR Properties, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Shell und Walgreens. Letztes Jahr waren es nur 8,29 Euro. Also eine schöne Steigerung auf jeden Fall über die Jahre hinweg. Dann, wenn wir uns die Quartalsansicht
ansehen, sehen wir hier auch eine schöne Entwicklung nach oben. Genauso soll es sein. Im dritten Quartal 2019 habe ich das erste Mal die 100-Euro-Marke hier geknackt. Mal schauen, wann ich da drüber komme. Aber ich finde insgesamt kristallisiert sich hier so ein bisschen heraus, dass das dritte Quartal doch das ertragreichste sein könnte. 2017, 2018 und 2019 hat jeweils das dritte Quartal rausgestochen. Ich glaube, da ist der Juli mit dabei. Das würde einiges erklären. Aber ja, gefällt mir hier. Dann die Jahresansicht. Zeigt das gleiche im Prinzip nochmal. 2015 läppische knapp 3 Euro. 2016 dann 17,27 Euro. 2017 62,64 Euro. 2018 180,46 Euro und 2019 letztendlich dann insgesamt 325,84 Euro. Ja, dann können wir uns im Prinzip noch die Dividenden akkumuliert anschauen. Auch das ist eine schöne Grafik, in der jedes Jahr eine farbige Linie darstellt, eine farbige, zackige Linie. Die oberste ist hier natürlich 2019, die rennt allen anderen Jahren davon. Dividenden machen mir einfach Spaß. Es ist grundsätzlich, das spornt mich an beim Investieren, wenn ich regelmäßig diesen Cashflow einfach so aufs Konto drauf bekomme, wenn das nicht einfach nur diese Kursgewinne sind, sondern wenn ich immer wieder auch daran erinnert werde, ob es jetzt eine Push-Nachricht ist oder irgendeine E-Mail, dass ich gerade wieder Geld bekommen habe. Das finde ich super, super cool und das zeigt mir, dass ich auf diese Weise tatsächlich halt eine Rente aufbauen kann. Dann schauen wir uns an die Einnahmen durch P2P-Kredite. Das sind Zinsen, die Leute bezahlen dafür, dass sie Geld geliehen bekommen über verschiedene Plattformen, bei denen ich eben investiert bin. Das ist zum Beispiel Bondora Go and Grow. Hier habe ich im Dezember 6,40 Euro verdient an Zinsen. Dann Bondora, die alten oder herkömmlichen Investitionsmethoden. Da habe ich 22 Euro verdient und Bondora bin ich ja gerade am Abbauen. Hier habe ich circa 203 Euro abgezogen im Dezember, also das wird weniger. Mintos habe ich sehr genau 10 Euro mitverdient und Estate Guru 3,30 Euro. Was wir uns tatsächlich nochmal anschauen können und dafür gehen wir zurück zu Portfolio Performance ist hier einmal nicht das Diagramm, sondern das andere Diagramm, wie das Portfolio gewachsen ist und das schauen wir uns jetzt einfach mal komplett 5 Jahre an, von Anfang an hier von 2015 Mai oder so, als ich angefangen habe in P2P-Kredite vor allem zu investieren, ging es eben langsam hoch, aber das hier, der letzte Abschnitt ist sozusagen 2009. Ich habe also ordentlich investiert, sieht man hier, vor allem eben in Aktien und ETFs. Dunkelgrün und hellgrün sind die beiden und P2P-Kredite sind hier diese blaue Linie, die eiert so mehr oder weniger auf der Stelle rum und geht, wenn möglich, halt weiter runter und im Dezember ist sie auch wieder hier runtergegangen. Bald überholen die Aktien alleine die P2P-Anlagen. Die befinden sich gerade so bei roundabout 7.000 Euro und man sieht hier, die 20.000 Euro Marke ist nicht mehr weit. Ne? Also die wird auf jeden Fall mal geknackt jetzt in 2020. Das ist der Plan. Soweit das Portfolio-Update. Ich hoffe, es war erhellend und hat Spaß gemacht. Nächstes Video wird auf jeden Fall wieder eine Aktienanalyse. Seid gespannt. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.